Yo, was geht ab, mein Gente? Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall, Leute. Digga, nach Indonesien, 3-Wochen-Trip und dann noch MTU Cup, bin ich jetzt froh, dass ich erstmal ein bisschen zu Hause bin. Deshalb dachte ich mir, kam's perfekt, dass wir eine gechillte Reaction machen, Leute, auf kein geringer als Nader El Chendawi, Leute. Und ich würde sagen, wir reacten auf jeden Fall gleich hier auf dem Vlog von Marlon. Und eventuell gucken wir das Video noch an. Ich habe noch ein paar TikToks hier gefunden. Und ja, Nader El Chendawi hat auf jeden Fall sein Profi-Debüt gemacht. Er hat ja bereits schon bei Testspielen mitgespielt, wo ich auch selber vor Ort war mit George Boateng und mit Zecke Neuendorf. Auch schöne Grüße. Zecke Neuendorf, wirklich sehr, sehr bodenständig, sehr sympathisch. Der Sportchef von Hertha hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er sehr, sehr viel hält von Nader Chindawi, als ich ihn interviewt hatte. Das Interview verlinke ich auch. Und jetzt soll er gesund bleiben, den Jungs helfen, sich weiterzuentwickeln, sich aber dabei selber helfen und im Idealfall dann zu uns in die erste Mannschaft kommen, um auch im Olympiastadion zeigen zu können, was er drauf hat. Ich hab's ja auch immer gesagt, ich bin immer dazu gestanden. Das hat nicht mit Lutschen zu tun. Jeder, der Fußball versteht, weiß, dass Nader einfach das Zeug dazu hatte. Und das hat er einfach so oft bewiesen. Und auch an alle YouTuber, ich habe auf jeden Fall die eine oder andere Reaktion auch ein bisschen gesehen, an alle YouTuber, die sagen, er hätte nur das Zeug für dies. Trotzdem, er ist ein Riesenvorbild. Und ich würde sagen, wir reacten auf jeden Fall jetzt darauf. Lass gerne ein kostenloses Abo da und Like. Let's go. Also hier ist er, Nader El Chendawi. Übrigens, Leute, ich habe ihn auch auf dem EA-Event kennengelernt. Sehr, sehr bodenständig, hat einen mega guten Austausch. Und ja, unsere Storys sind ja sehr ähnlich. Nur, dass bei mir halt leider krankheitsbedingt Probleme ist und bei ihm halt Verletzung. Aber ja, ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Und etwas muss man auf jeden Fall auch sagen, dieser Rese ist sehr, sehr krass. Da ist er auch am Ball. Unglücklich. Für mich Man of the Match. Da kommt er. Dankt Gott natürlich. Ja, also wie Marlon gerade gesagt hat, ne, war sicher sehr, sehr aufgeregt. Du hast so einen Druck. Zusätzlich noch Social Media, den ganzen Hype. Aber ja, von dem, was ich gesehen habe, kurz die Clips, sah auf jeden Fall gut aus. Bin gespannt, ob wir noch ein paar Aktionen sehen. Also da vorne ist er mit der Nummer 17. Riese, so gut, ne? Boah, geil. Macht er bockstark. Auch war nicht einfach für den Torwart. War sehr eklig geschossen. Leute, was muss das für ein Gefühl sein für Nader, ne? Aber ich sag euch ehrlich, ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut, weil wir haben uns halt auch persönlich kennengelernt und ja, unsere Storys sind ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Übrigens, Haris Tabakovic, ich habe mit ihm gemeinsam bei Young Boys gespielt in der Jugend, BSC Young Boys. Freue mich auch sehr für ihn, dass er jetzt da seine Leistung zeigen kann. Stellt euch vor, Nader hätte einfach das Tor geschossen. Ach, schade, man. Hätte schon auf Nader spielen können, ja. Hätte schon auf Nader da abspielen können, man. Leute, schade, dass ich das vergessen habe, man. Dahin, ich hätte auch da einen Vlog machen sollen, ey. Aber es war halt stressig, Indonesien und dann direkt der MTU Cup. Egal, man kann nicht überall sein. Schön gemacht. Also haben wir zuerst mal seine Schnelligkeit gesehen. Hat er ja schon des Öfteren bewiesen. Wow. Also gute Aktion, Leute. Ne? Für alle Haters von wegen, ja, niemals. Hier habt ihr es. Das war eine gute Aktion. Beim ersten Debüt auch mit so Selbstvertrauen direkt den Ball mit in den Lauf halt genommen. Gut gemacht. Boah. War schwer von da so zu nehmen. Ah, ich vermisse schon Berlin, Leute. Berlin hat ja auch alles so angefangen mit YouTube. Also bei dem Kanal. Ja, wer weiß, vielleicht zieht es mal wieder zurück. Er hat ja nichts gemacht.
Boah, oh, unlucky. Unlucky. Aber dieser Glatzel ist auch richtig in Form, oder? Ich habe zum ersten Mal vom Glatzel von schöne Grüße an Cecchino gehört, der wo das 1 gegen 1 Battle in München gewonnen hat. Habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Nether! Oh, Nether! Leute, ich spiel so mit ihm, ne? Ich spiel so mit. Leute, habe ich so das Gefühl, oder ist Rese links, rechts? Schön gemacht von Nada. Wie auch schon in der Regionalliga. Immer nur mit Fouls zu trennen. Zu hoch. Aber dass er Freistöße schießen kann, hat er auch schon gezeigt. Mit den Profis. Boah, schön gemacht von Glatzel. Und gut verteidigt von Marton. Marton Bratemoy. Ah, das ist der Ball. Den habe ich gesehen. Rübergespielt. Geiler Seitenwechsel. Riese bockstark im 1 gegen 1. Und super auf den zweiten Pfosten reingelaufen. Ja, super, David Costa. Dankeschön. Komm, wir gucken uns nochmal das Tor an. Ohne diese Welt. Schön gemacht. Dann super Ballverlagerung. Auch kein einfacher Ball. Riese stark im 1 gegen 1. Und super auf den zweiten Pfosten. Immer mitlaufen, Leute. Immer mitlaufen auf den zweiten Pfosten. Stark. Und die Menge, sie bebt in Berlin. Der Kessel, er kocht, meine Damen und Herren. Geil. Geiles Bild. Nader Chindawi. Mittendrin stand nur dabei. Freut mich mega für ihn. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's gesagt. Ich hab's immer gesagt, dass er das Zeug für Bundesliga hat. Leute, glaub mir. Tipp. Probiert mal in die Mitte schießen. Weil der Torwart sucht sich wirklich praktisch immer eine Ecke aus. Boah, was ist da los? Da kochen die Emotionen. Digga, es ist so spannend. Übrigens, ganz schöne Genesungswünsche an Linus Gechter. Ich dachte gerade, das ist Linus Gechter, aber er wurde ausgewechselt. Auch schon lange, lange ein Zuschauer. Sehr sympathischer Junge. Musste, glaube ich, in der 20. Minuten raus. So, Nader. Oh mein Gott, was das für ein Druck ist. Was ein King. Hey, jawohl. Leute, ich sag ja Mitte. Mitte ist, glaub mir, Mitte ist Game Changer, Chat. Weil der Torwart muss sich einen Ecke aussuchen. Klar, es kann auch sein, dass er stehen bleibt, aber probiert's mal. Geil, Mann. Es freut mich richtig für ihn, Chat. Richtig, richtig, richtig. Glatzel auch souverän. Ja, Torwart noch dran, aber dann verdient Hertha. Nice. Geil. Geil, 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 geil. Freut mich. Hertha wirklich sehr sympathisch. Immer die Elfmeter schießen. Nicht nur im U17-WM-Finale, wo ich leider nicht sein konnte wegen dem M2-Cup. Auch hier im DFB-Pokal. Cool. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Daumen nach oben hier für Marlon. Abonniert den Bremer hier. Auch dir viel Erfolg, Marlon. Wir gucken uns mal die Reaction an, wie denn Luisa, seine Frau, drauf reacted hat. Du Schatz, du hast es! Boah, wie stolz die einfach sind, ne? Krank, krank. Hä, hat der Schisch gemacht? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich glaub, hat er gemacht? Hat er geschischt? Ja. Quiet to the haters. Be quiet. So, dann hier noch. Von Hertha. Andere. Träume werden wahr, Mann. Viertelfinale. So, meine Hände. So schön kann Fußball sein. Man sagt ja auch, der DFB schreibt seine eigene Geschichte des Fußballs. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nader Chindawi kam ja auch von euch gewünscht. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir das erste Mal reacted, glaube ich, auf dem Main oder zweiten Kanal. Und ja, ich habe ja schon damals gesagt, man hat es einfach gesehen, der Junge ist ein Straßenkicker, der es liebt, in die 1 gegen 1 Situation zu gehen. Ein paar leichte Sachen hat man auch gesehen. Man muss auch sagen, es war sein erstes Spiel, erstes Team. Man ist nervös, man hat Anspannung. Vor allem, wenn man halt, schon in der Öffentlichkeit auf einer anderen Plattform halt bekannt ist, da hat man schon sehr, sehr viel mehr Druck. Aber ja, ich finde, er hat das auf jeden Fall gut gemacht, ein paar gute Aktionen.
Ich bin gespannt, wo die Reise mit ihm hingeht. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr stark von Zecke Neuendorf, dem Sportchef, und allgemein Hertha, dass man sagt, ja, ist egal, der Junge ist zwar 27, aber wir geben ihm die Chance. Er trainiert hart und das motiviert, und ich glaube auch euch da draußen. Und ich sage ehrlich, auch selbst für mich, ich finde das ein super Ansporn. Und noch meine Meinung zu ihm, wie er ist als Person. Ich durfte ihn ja persönlich kennenlernen beim EAFC-Event. Und ja, muss ehrlich sagen, unfassbar bodenständiger Junge. Wir haben uns auch ein bisschen überhalten, haben auch erzählt meine Story, dass ich bei BS Young Boys gespielt habe und ja auch gegen große Mannschaften spielen durfte und es dann leider nicht geklappt hat wegen meiner Krankheit. Und ja, auf jeden Fall, Mihente, sehr, sehr cool, bodenständiger Junge, freut mich enorm für ihn. Und ja, nice, cooles Jahr, ey. Kenan Yildiz, Yusuf Kabadai, Umutu Homchu, und jetzt Nader Chindawi. Sehr, sehr cool, wer alles hier sein Profidebüt gemacht hat. Und ja, Mihente, ich würde auf jeden Fall sagen, schreibt gerne eure Meinung. Es geht um euch, eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen eine Diskussion starten, was ihr denkt, wie weit kommt der Nader Chindawi. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne ein kostenloses Abo da, Like da lassen und eben einen Kommentar. Und folgt mir sehr gerne auf Twitch, denn da bin ich gerade live. Also, ich würde sagen, wir sehen uns für das nächste Video. Love y'all. Peace. Gib Gas.